Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Skyrim Requiem. Wir stehen vor der Dwemer-Ruine, die wir erledigt haben. Ich habe ein bisschen Inventarmanagement betrieben und nochmal Inventarmanagement betrieben. Und die gute Ilia hat den Dungeon endlich doch verlassen. Der Dungeon gehört zu einer Quest und die werden wir auch noch erledigen, aber nicht heute. Außerdem habe ich einen Kommentar bekommen, dass ich doch das Haus in Pale besorgen wollte. Ja, leider kann man das erst mit Level 22 machen. Wir müssen für eine der Quests, die man erledigen muss, Level 22 sein. Und das dauert leider noch ein bisschen. Ilia versucht vom Pferd aus zu kämpfen. Interessant. Ich steig mal ab, weil das hier bringt nichts mehr. Okay, hallo Frostbissspinne. Tschüss. Oder? Ja, doch, ich habe gewonnen. Das freut mich. Ich bin anscheinend gar nicht giftimmun. Doch, giftimmun bin ich schon. Was mir da so wehgetan hat, waren also die Nahkampfangriffe der Spinne. So, Level 22 müssen wir also noch werden. Und ich würde sagen, bis es soweit ist, machen wir weiter mit dem, was wir hier ohnehin taten. Nämlich die Gegend ein bisschen zu erkunden und zu schauen, was hier an den Enden überall steht. Da wäre zum Beispiel der nächste Dungeon direkt in diese Richtung. Also denke ich zumindest mal, weil an allen so kleinen Seitenstraßen irgendein Dungeon wartet. Diese gemoddete Karte ist super, um die zu finden. Das hier sieht aber irgendwie nicht so aus wie eine kleine, dünne Seitenstraße. Da ist die Seitenstraße. Angarwunde. Angarwunde hört sich an wie ein altes Nordgrab. Seltsame Dinge. Mit Resis Notizen. Also anscheinend gibt es in Angarwunde etwas Wertvolles und diese Medresi hat will Leute anheuern, um Angarwunde zu untersuchen. Vielleicht will sie uns anheuern, wer weiß. Das wiederum würde voraussetzen, dass sie da drin ist. Pferd, ist das dein Ernst? Okay, wir müssen das Pferd aus dem Weg reiten, damit wir durchkommen. Nein. Ist das dein Ernst, Ilia? Du sollst doch mitkommen. Schönen Dolch hast du, BTW. Und leider vor allem Frostzauber, die uns gegen Draugr nicht sehr helfen werden. Was uns aber hilft, ist unser Silber, Nodachi. also ihre bisherigen... Hi. Du scheinst Probleme zu haben. Of course I'm troubled. I'm on the verge of incredible wealth, but my cowardly workforce ran at the first sign of danger. Wovor hatten sie solche Angst? We were excavating this old tomb when we opened a chamber full of corpses. The team took one look, turned tail and ran. Okay, anscheinend Draugr, würde ich sagen. Haben sie noch keine toten Leichen vorher gesehen? Well, probably not like these. The ones in there are all still walking around. Oh, was könnte das sein? In any case, if I can't get past the creatures in that room, I can't recover the treasure. I need more manpower. Bin dabei. Say, that's not a bad idea. You look like you could handle yourself against these beasts. I'll tell you what. You help me get the treasure, and I'll split it with you. Deal? Hört sich gut an. Excellent. With my brains and your brawn, that treasure will soon be mine. Ours. Yeah. First, I need you to clear the main chamber of those monstrosities. I'll stay here until you're finished, planning our next move. Okay, sie bleibt, wo sie ist. Grasp, and I have to give it all up because they're afraid of a few dead bodies. Übrigens, wir sollten die Drachenpriestermaske von Ragoth anziehen, denn die gibt uns, erstmal ist das schwere Rüstung, schön. Zweitens gibt die uns Stamina. Wenn wir gegen Nahkämpfer kämpfen, ist das einfach sinnvoller, weil... Naja, weil Draugr dich halt nicht mit Eis angreifen und so. Heißt, Ota ist hier relativ sinnlos. So, wo ist der nächste?
Oh, hi. Und der dritte. Uah. Okay. Das war jetzt nicht gerade sehr schwer. Zurück zu Medresi. Ja, Draugr sind zumindest in kleinen Anzahlen echt kein Problem mehr für uns. Da sind wir lang drüber hinaus. Langsam müssen wir anfangen mit den Dwemer-Ruinen und so. Ja, haben wir. Okay. Übrigens, auch die Hauptquest könnten wir langsam weitermachen, denn wir haben ja gesehen, dass wir Chancen gegen einen Drachen haben. Und das war ja der Hauptgrund, warum wir vorher nicht so viel Bock auf die Hauptquest hatten. Aber jetzt? Wäre aber cool, wenn ich vorher noch einen guten Bogen bekäme. Ich meine, ich habe die Armbrust, aber die ist eindeutig für andere Zwecke, als einen Drachen damit zu beballern. Die Reload-Zeit ist einfach zu lang. Bei einem Drachen muss man irgendwie schnell und beweglich sein und naja. Mit einer Armbrust ist man das nicht wirklich. Also sag schon, was geht ab? These doors seem to be the only thing left between me and the treasure. Gut beobachtet. Können wir sie irgendwie öffnen? There'd better be. I didn't come all this way to leave empty-handed. There must be a way to activate these doors deeper in the ruins. Here, take this key. It should open the doors on either side of the chamber. Okay, wir sollen in beide Türen rein. Beide Türen der... Ach da, da ist die andere Tür. Ich habe sie gerade irgendwie nicht gesehen. Ich musste erst räuspern, dann sah ich sie. Gut, ich vermute auch dahinter normale Draugr. Es wäre aber auch nur allzu typisch, wenn wir jetzt natürlich wieder in das nächste Nest von Drachenpriestern laufen. Nest von Drachenpriestern. So viele sind es jetzt auch nicht. Okay, ich habe was Lautes gehört. Hi. Na, wie wär's mit uns beiden Hübschen? Hinter mir, oder? Ich dachte eigentlich, hinter mir wäre was. Also, es wäre zumindest typisch gewesen. Anscheinend nicht so wirklich. Ihr habt alle Bone Meal. Das war, glaube ich... Bone Meal hat immerhin Flamebane, also... Und Flamebane-Tränke sind jetzt nicht wertlos oder so. Wobei ich... ich glaube doch. So, ein bisschen YOLO und da hacken wir noch in Stücke. Okay, ein kleines Trüchen gäbe es hier oben. Ach, das ist eine Falle, scheiße. Nein! Oh, verdammt. Ja, das Spiel erinnert einen immer wieder daran, dass man nicht so unvorsichtig sein sollte. Selbst in so einer einfachen Draugr-Ruine. Kühnes Frieden. Das ist jetzt nicht gut. Cut! Okay, wir hoffen mal, dass das reicht. Okay. Wir können kurz rasten. Das Positive ist ja, dadurch, dass wir kühnes Frieden für unsere Heilung benutzen, werden wir immer schneller, werden wir schneller noch besser im Schreien. Und das ist mir gerade tatsächlich ein ziemliches Anliegen, denn ich habe halt einfach dieses Bild von Ulf, der so manchen Gegner einfach wegschreit. Scheiße. Das ist jetzt nicht so gut. Boah. Okay, die haben uns überrascht. Hätte nicht gedacht, dass da so viele kommen. Apprentice. Mittlerweile sind wir schon bei 53. Also man merkt wirklich, dass das mit den Schlössern jetzt langsam schneller wird. Weil ich immer mehr Schlösser öffnen kann. Carnis Root. Okay. Hier hinter ist nichts. Irgendwo hat irgendwas
eine Falle ausgelöst. Ich habe leider keine Ahnung, was es war. Nordic Moonstone Shield, das sieht so schön aus. Das sieht so schön aus, dass ich sehr gern mitnehme. Auch wenn Ulf hier nicht so der Schildmensch ist. Oh! Aber es kann ja sein, dass wir irgendwann in die Gelegenheit kommen. Und wenn nicht, dann stellen wir ihn halt in unserem Haus aus. Denn wir werden ja bald eins haben. Komme ich damit durch? Ja, damit komme ich sowas von durch. Na, Bone Meal. In diesen Quantitäten brauchen wir es dann auch wieder nicht. Okay, zwei Typen. Ein Fußrudder. Hätte uns fast erwischt. Okay, ihr Eisstachelzauber macht gegen die Typen kaum Schaden. Noch nicht mal nennenswerten. Sie bemerken ihn fast gar nicht. Genauso wie ich deine Pfeile nicht bemerke. Ich habe schwere Rüstung. Siehst du das nicht? Bist du doof? Den Perk hat er natürlich auch nicht drin, der Noob. Das war ein krasser Trauger-Typ. Also vielleicht haben die ja was dabei. Ich habe ja damals den Kommentar bekommen, nur um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass die Draugar-Fürsten irgendwann mal was Geiles dabei haben. Cut! Vielleicht war das im Original so, nur in Requiem scheint es mir nicht der Fall. Aua. War jetzt nicht so krass, wie es hätte sein können. Okay, der lebte. Da. Puh, wir kommen echt gut durch. Naja, es sind auch nur Draugar. Wenigstens sind es keine Banditen. Banditenkäseräder. Ah, kühnes Frieden. Ich mag kühnes Frieden, habe ich das schon mal erwähnt. Okay, Typ. Ja, lach du nur. So. Irgendwelche Truhen vielleicht. Burial Urn, nicht so cool. Andere? Nein. Doch, da. Ha! Ich hätte es wissen müssen. Das Doofe an Ilya ist natürlich, dass sie immer instant, sobald Gegner uns erreichen, aus dem Leben gehauen wird. Weil diese Trauger, weil sie nun mal keine Rüstung trägt. Wir könnten ihr Rüstung geben, aber dann, ich weiß nicht, wie es mit dem Mana bei NPCs ist. Hätte sie denn überhaupt genug Mana, um einmal einen Zauber rauszuhauen? Denn die Mana-Bestrafung, also Kostenbestrafung für schwere Rüstung ist ja schon ziemlich krass. Naja, wie dem auch sei, der gute Ulf holt sich den Flawless Ruby. Und jetzt müssen wir das andere Tor öffnen. Das wäre gegenüber... Ach, hier kamen wir raus. Da ist sie. Also ist dort das andere Tor. Nee, da waren wir drin. Sonst wäre es verschlossen. Hier muss also das andere Tor sein. Entweder das oder der Rückweg. Na, das andere Tor. Hoffe, diese Belohnung lohnt sich überhaupt noch. Müsste schon eine ziemlich krasse Belohnung sein, damit es sich für uns lohnt. Aber naja, wer weiß. Oh. Oh, scheiße. Zack, hat er mich an die Wand geschissen. Durch die Wand sogar. Sein Turm ist stark. Und er ist vor allem ein sehr krasser Typ, so viel er ausgehalten hat. Nö. Nicht wirklich cooles Zeug dabei. Schade. Ein Buch? Ich höre doch was.
Ja, aber ich denke, durch diese Draugr-Höhlen können wir wirklich selbstsicher stolzieren. Also, da ist nichts mehr, was uns total überraschen wird. Außer natürlich, es ist eine besondere Höhle oder eine mit 10 von denen da. Er hat jetzt irgendwie nicht angegriffen. War aber, denke ich, Zufall. Denn die anderen können das. Und zwar nicht so schlecht. Ist da was? Schon wieder so ein krasser Typ. Okay, gut, ein paar Feuerholz hatte er. Ich muss mir gerade vorstellen, wie dieser Draugr rausläuft und Feuerholz hackt. Ein paar krasse Gegner gibt es schon. Na. Ich habe mich gerade geheilt. Bin nicht zufrieden. So. Freut euch schon mal. Bei der Half-Fire-Quest für dieses Haus in Pale müssen wir einen Riesen töten. Ja, richtig gehört. Freut euch schon mal darauf. Riesentöter Ulf hat nun in der Vergangenheit wahrlich nicht sein Talent gezeigt. Nur ein Novizenschloss. Da kann kaum was Wertvolles drin sein. Das Sinnvollste bisher. Die dicke Urne vielleicht? Nee, ist leer. Es war nur ein Rückweg. Es war nur ein Rückweg. Jetzt bin ich verwirrt. Ach, das war vorher zu, ich erinnere mich. Oh Gott. Uah. Allein schon dadurch gestorben, dass ich in seiner Nähe stand. So, was hier los? Was? Oh Gott, das sind mindestens zwei. Okay, zwei wären nicht so schlimm. Nur wer weiß, wie viele es sind. Okay, nur zwei. Gut. Eine weitere Truhe erwartet uns und hinter mir geht's wahrscheinlich raus. Diamanten. Also wenn ich jemals irgendwas mit Juwelen mache, ich werde doch reich. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, was einem diese Juwelen bringen. Okay, was auch immer das war. Tschüss. Ein bisschen Geld. Hab ich auch nie was gegen eigentlich. Allgemein. Bin ein Freund davon, Geld zu finden. Alles klar, Leute. In der Hoffnung, dass wir jetzt das Tor geöffnet haben. Was wir vermutlich auch haben. Hey Medesi, wie geht's? Nein, wir wollten Teil. Okay, also aus dem Teilen wird jetzt wohl nichts mehr. Da war ein Gang drin. Kann ich sie ausrauben, während sie da oben liegt? Komme ich da überhaupt hin? Ich könnte mit nicht mit Joel, mit Wirbelwindsprint da hochkommen. Bisschen zurückgehen lieber. Mit Vult. Nee, ging nicht. Die Kiste sieht komisch aus.
Broken Steel Sword Handle. Das sieht aber auch schon schön aus. Okay, der Schatz scheint nicht zu sein, was er vorgab. Aber wir haben jetzt diesen Geheimgang hier. Vermutlich wartet dort dann der echte Schatz. Man muss erst einen Deppen finden, der vorrennt. Oh nein. Oh nein, das tut weh. Oh Gott, tut das weh. Warum tut das so weh? Der Typ ist hart. Warum hast du so weh getan? Er hat nur ein dämliches Kälteschwert. Der Schrei. Welcher ist es? Okay, das ist... Kann ich ja vergessen, hier steht ja sowieso keine gute Beschreibung. Aber auf jeden Fall ein neuer Schrei. Ach, das ist der, wo Kreaturen mir helfen. Nicht so unglaublich. Oh Gott, das ist gut. Aber der Schrei nicht so unglaublich wertvoll. So, und Rückweg gibt es keinen besonderen, aber der normale ist ja auch ganz nah. Recht nah zumindest. Ja, und das war Ansalwund. Muss sagen, der Schild ist gut zum Entzaubern vielleicht. Aber ansonsten war es jetzt keine so coole Location. Wie weit ist es noch bis Level 22? Wo steht das? Ah. Das ist sehr schade. Ich hatte in Erinnerung, dass es so ein Level-Fortschritt-Balken... Da oben war er. Okay, ich habe das Gefühl, dass wir näher dran sind als am Anfang dieser Aufnahme. Das ist schon mal... Das ist doch mal da, wow. Er hat das Gefühl, dass er näher dran ist als am Anfang der Aufnahme. Das klingt ja geil. Da haben wir richtig was geschafft. Naja, wie dem auch sei. Wir haben ja viel vor uns heute. Roster. So, das war erschreckend langweilig. Also muss Ulf erstmal 2 Stunden schlafen. Eine hat gereicht. War ein Schnellschlaf. Und wir steigen aufs Pferd. Steigen aufs Pferd und reisen. Ich weiß nicht, wo wir hinreisen sollten. Wir könnten mal schauen, was hier bei Helgen ist. Ja, ich glaube, das machen wir. Wir reisen also Richtung Helgen. Das ist jetzt hinter mir, oder? Ja. Reisen Richtung Helgen und schauen, was da so hinter mir ist. Fuchslein, yay! Ich mag Fuchsleins, die am Waldrand spielen. Das klingt psycho. Da könnte man auch hoch. Ist jetzt nichts auf der Karte verzeichnet, aber nicht alle Dungeons sind auf der Karte ersichtlich. Um genau zu sein, sagt mir die Karte, der Kompass, dass hier ein Drachen warten könnte. Eine weitere Drachenseele würde uns auf jeden Fall sehr viel stärker machen. Boah, dieses Typ. Typ, stirb. Ja, ich helfe mal dadurch, dass ich... Ups. Okay. Ich habe gerade einen Siedler getötet. Das war so nicht gedacht. Naja, was hat er dabei? Dwemer-Pfeile. Oh, das ist für einen Alchemisten wie ich. Mich ist das ganz schön. Moonstone ist, glaube ich, relativ selten. Relativ gesehen zu dem Eisenerz. Healing Poultice.
Genau, deshalb sind Banditen so wichtig und toll, weil sie meistens Healing Pulses dabei haben. Deshalb sollte man auch die Nützlichkeit von so einem Angriff auf eine Banditenfestung nicht direkt unterschätzen. Hier gibt es was. Oh mein Gott, hier gibt es vor allem erstmal einen Bären. Uah. Bandit, du hast es drauf. Das sind die Ruinen von Ptalft. Was ist mit dir los? Du siehst etwas, was ich nicht sehe. Dwemer-Mechanismus. Ich weiß nicht, ob das eine der Ruinen aus der Ethereum-Questreihe war. Falls es das ist, es ist ziemlich cool. Dann könnten wir ja mal reinschnuppern. Adeptenschlösser sind übrigens wirklich schwierig in Requiem, also schwieriger als im normalen Spiel. Selbst jetzt, wo wir einen Perk haben, könnte man fast meinen, wir hätten ihn nicht. Ich hätte einfach nur den Stift genauso lassen sollen, wie er war. Okay. Das sind wertlose Kisten. Was heißt wertlos? Da könnte Ale drin sein. Aber ich glaube, dass hier, das sieht aus, als wäre es Kleidung. Ptalft. Ich weiß nicht. Ich hätte gerne ein Safe, bevor wir diesen Ort betreten. Ah. Okay, wir brauchen sowieso etwas, das wir in den Mechanismus stecken. Insofern, Ptalft, wir kommen später wieder. Da gibt es noch einen Bergpass. Da in die Richtung. Oder sind wir gerade da durchgekommen? Ich weiß es nicht. Also hier so. Da, dieser Pass links. Führet wohl irgendwo hin. Und hier ist noch ein Lager, richtig? Cool. Das Imperial Camp in Rift. Take a look, sagt er. Was hat er denn so? Silberkatana, das haben wir ja. Ne, wir haben was anderes. Wir haben das Nodachi. Macht 193 Schaden. Das Silberkatana nur 71. Ach ja, das ist ja eine einhändige Waffe. Okay, coole Sachen hat er jetzt auch nicht unbedingt. Hauling. Nee, keine coolen Sachen bei ihm. Ein paar Ingots, die könnten wir vielleicht später brauchen, aber dann kaufen wir sie auch später. Okay, Verwundete. Ziemlich krass Verwundete sogar. Die Legion ist immer nach starken, kapablen Warriors. Du denkst, du hast, was es braucht. Unser Headquarters ist in Solitude. Hi. Stay sharp. Ja, er ist einfach nur so ein Meister in der Legion. Ich hätte jetzt fast versehentlich ein Pferd geklaut. Ach, der gute Ulf. Er ist immer so besoffen, dass er die Pferde anderer mit seinen eigenen verwechselt. Und hier ginge wohl der Bergpass weiter, den wir auf dieser staubigen alten Karte entdecken. Das da ist Ptalft wieder. Ja, da steht auch noch mein Pferd. Also hier zu rechten ist das Camp. Da geht es hoch, hier geht es auch hoch. Erstmal schauen, was da oben ist. Ich hätte das vielleicht auf dem Pferd sitzend tun sollen. Ich weiß nämlich leider gar nicht, ob da überhaupt was ist. Ist auf jeden Fall ein langer Pass. So viel ist sicher. Wenn er so weitergeht, bin ich gleich aus der Map raus.
Was gut sein könnte, dass das halt ein Pass nach Morrowind ist oder nach Schwarzmarsch. Oder etwas viel, viel Cooleres. Geil. Okay, wir rasten mal kurz. Ja, jetzt muss natürlich der Schneesturm kommen. Und jetzt haben sie mich alle entdeckt nach dem Motto. Nee, nee. Wir rasten noch ein wenig. So, bis zum nächsten Morgen etwa. Wow. Okay, Skeleton, du hast mich überrascht. Feueratem. Wieso ist der Feueratem weg? Wieso kann ich hier keine Schreie machen? Jetzt geht's wieder. Naja, in dem Fall brauche ich jetzt aber eher kühnes Frieden als den Feueratem. Letzten Endes sind es ja auch nur Skelette. In Anführungszeichen. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das hier für ein Ort ist. Ich war hier, glaube ich, noch nie. Ist ganz gut, dass wir Ilya dabei haben. Da hinten ist ein Eisgeist. Okay, Ilya ist bewusstlos. Ich hätte nichts Positives über sie sagen sollen. Eisgeist, ich hätte zwar einen Trank, nur ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn brauche. Das war gar kein Eisgeist, das war nur schlecht Wettermonster, keine Ahnung. Wow, was? Du kamst überraschend. Dabei hast du aber auch nichts Cooles. Zumindest nichts, was wir schon hätten. Zumindest nichts, was wir nicht schon hätten. Verwirrend. Das ist ein komischer Ort hier. Ich weiß, hinter mir war etwas, aber da ist auch etwas. Komme ich denn da? Ja. Arkwind Point. Okay. Wa! Ach du Scheiße! Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, folgendes. Wir ziehen Ota an. Ice Wraith Essence. Shock Damage. Ich weiß ja gar nicht, was das für ein Drache ist. Ich werde es schneller erfahren, als mir lieb ist, glaube ich. Okay, er heißt einfach nur Dragon. Dragon, meine ich natürlich. Wenn ich jetzt wüsste, was der für einen Schaden macht. Oh, ich werde es jetzt erfahren. Ohne es zu wollen. Wir nehmen das Gift. Das Remarkable Decay. Okay, wir haben getroffen. Der Drache ist jetzt vergiftet und wird immer mehr Leben verlieren. Ich wüsste zu gern, was für eine Art Drache das ist. Wir benutzen Yol. Feuer. Okay. Das heißt, ich habe den Eistrank leider verschwendet. 50%, 23%. Ich habe 50% Basis. Und dann nochmal... Nee, durch Ebony Mail und Ota habe ich 80%. Das heißt, der andere Trank lohnt sich nicht. Rausgeschmissene Ressourcen. Okay, mit Feuer gegen den Feuerdrachen zu kämpfen, ist natürlich leicht witzlos. Leider habe ich meinen Bogen nicht hier. Damit könnten wir noch ein bisschen mehr Schaden machen. Wenn ich sage ein bisschen, meine ich viel mehr Schaden. Okay, wir haben noch ein paar Dwemer-Bolzen. Auch nicht mehr so viele. Oh, scheiße. Zum Glück sind wir nahezu immun. Oh, fuck.
Ja, die Armbrust macht nahezu keinen Schaden. Er macht mir aber auch kaum Schaden. Naja, wir können ein bisschen Bogenschießen trainieren an ihm. Führt uns... Verbessert auch unser Level. Okay, hier kriege ich nichts ab. Wo ist der Drache? Ist nicht gerade gutes Wetter hier. Müsst ihr wissen. Wirkt das Gift nicht mehr? Das wäre dann aber kein gutes Poison of Decay, wenn es so schnell aufhört. Poison of Decay. 300 Sekunden. Das Gift ist einfach nur sehr schwach. Habe ich irgendwas anderes gegen diesen Drachen? Ich könnte einen Feueratronach beschwören. Der Feueratronach wird gegen das Feuer des Drachen relativ immun sein. Nein, der ist mir zu nah. Der kommt gleich mit Nahkampf. Wir verschwinden hinter diesem Ort. Genau. Und heilen uns hier. Und als nächstes zurück zum Crossbow. Okay, das hat getroffen. Hier ist ein Draugr. Wo ist der? Irgendein Draugr schreit hier herum. Okay, der muss sterben. Oh, der Drache lenkt mich ein bisschen ab. Weißt du, Draugr, es tut mir leid, dass du nicht die Aufmerksamkeit bekommst, die du verdient hast und so, aber der Drache ist schon ein bisschen krasser. Wo ist der Drache vor allem? Oh, scheiße. Hallo Drache, schön dich zu sehen. Das war gelogen. Ich freue mich gar nicht, dich zu sehen. 50 Feuerschaden pro Sekunde können wir machen. Boah. Ah. Okay, ich weiß nicht, hat das gewirkt? Weiß es nicht. Okay, da oben ist der... Warum ist der da oben? Boah, warum brennt das immer noch? Krass. Hier oben ist eine Truhe. Vielleicht ist in dieser Truhe ein Bogen oder so. Jetzt habe ich aber Wunschträume. Nee, da ist nur ein Drachenschrei. Der bringt mir nichts. Stamina, Drain, Vitality. Ja, super. Ist da noch ein Drachenschrei? Was? Was zur Hölle? Ich bin hier ja im Himmel. Drache, Drachenschrei, Drachenschrei. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir brauchen nochmal Decay. Ich glaube, das alte Decay ist schon weg. Okay, das hat definitiv getroffen. Ich habe auch noch ein paar andere Gifte. Nee. Einfach nein, habe ich doch nicht. Okay. Healing wäre ganz nice, glaube ich. Der Crossbow macht gerade kaum Schaden, weil wir kein Stamina mehr haben. Jetzt steht unser Stamina. Jetzt sinkt unser Stamina, wenn wir stehen. Okay, Leute, ich muss speichern und laden. Das ist ein Bug. Man kann sich ja vorstellen, dass das nicht so gedacht ist. So, wo ist der Drache? Oh, scheiße.
Was ist das denn? Wo kommt der her? Ich dachte, die wären weg. Okay, Feueratem. Okay, wir haben ihn theoretisch im Nahkampf, nur... Yol macht er. Lol. Die volle Version davon natürlich. Drachen geben sich nämlich mit geringerem nicht wirklich zufrieden. Muss man wissen. Was wir auch noch machen könnten, wäre den Drachenpriesterstab weiter zu benutzen. Um ihm halt möglichst noch ein bisschen Schaden reinzudrücken. Auch wenn er gegen Feuer anscheinend immun ist, kann er sein. Der ist gegen Feuer sowas von immun. Okay, leichter Wahnsinn jetzt, aber was soll ich sonst tun? Ach, scheiße! Ja, das ist nicht die Art und Weise, wie man Drachen tötet. Ah. Okay, Leute, ganz ehrlich, mit unserem aktuellen Equipment haben wir keine Chance gegen diesen Drachen. Oh, scheiße. Oder kommen wir vielleicht hinter ihn? Dann schlägt er mit dem Schwanz. Ist auch nicht so toll. Ich stehe da nämlich nicht drauf. Die Sache ist halt auch, während er gerade Feuer speit, kann man ihn treffen. Nur dann haut er halt sehr schnell ab und unsere Treffer machen ihm auch kaum Schaden. Anders gesagt, wir müssen hier weg. Wir müssen zu unserem Pferd. Okay, in der Hoffnung, dass es ausnahmsweise mal funktioniert, habe ich jetzt versucht, das Pferd beizurufen. Denn in unserem Pferd ist das ganze Zeug, mit dem wir einen Drachen besiegen könnten. Ich war darauf nicht vorbereitet. Dafür, dass ich nicht vorbereitet war, schlage ich mich doch relativ gut, finde ich. Okay, das Pferd wird wahrscheinlich nicht kommen, muss man dazu sagen. Ist ja meistens so. Oh. Flamebane nochmal vielleicht. Vielleicht gilt das ja nicht mehr. Und Healing. Kühnes Frieden. Füllt auch unsere Ausdauer auf. Das wusste ich nicht. Und wir probieren nochmal das verdammte Pferd herzuholen. Nein! Okay, da ist das Pferd. Da ist das Pferd. Aua. Triff nicht das Pferd. Okay, kurze Pause. So, Leute. Alles klar. Hier bin ich wieder. Wir müssen einen Bogen suchen. Ganz ehrlich. Bow. Wir haben Dwema und Gauldur Blackbow. Absorbiert Magie. Bringt uns nichts. Irre ich mich oder ist der orkische... Ja, der orkische Bogen ist der beste. So, zusätzlich dazu brauchen wir auch noch Arrows. Am meisten Schaden machen die Seeker Arrows, ist das richtig? Die hier sind verzaubert, die auf jeden Fall. Glaspfeile von mir aus auch. Was soll's. Seeker Arrows... Ja, allzu viele sind es jetzt nicht. Naja. Und in jeden Schuss noch ein Affliction reinhauen. Und dann hätten wir halt noch ein paar Decay-Sachen. Die sind ja auch ganz in Ordnung. So. Ice Spike. Lightning Bolt. Vielleicht helfen uns die beiden ja was. Okay. Auf in den Kampf. Wo ist der Drache? Aua. Überall. Einfach nur überall. Wo ist der? Drache, Mann, wo bist du? Das ist jetzt OP, ey.
dass auch noch dieses Wetter so scheiße sein muss. Und ja, ich weiß, es gäbe einen Schrei, den wir bald auch bekommen, mit dem man das Wetter schön machen kann. Okay, wir nehmen die besten Pfeile, die wir haben. Das ist dieser eine. Wir fangen mit Glas an. Darunter muss man es, glaube ich, gar nicht probieren. Wo ist der verdammte Drache? Okay, er ist da oben gelandet. Cool. Sehr cool. Aber jetzt, wo ich hier bin, wird er da vorne landen, richtig? In einer der Richtungen zumindest. Okay. Wichtig ist das Gift. Affliction. Wir fangen mit dem normalen direkt an. 80 davon. Scheiße. Was? Wie? Das geht eigentlich nicht. Okay, der Drache hat... Das war jetzt irgendwie leider verbuggt. Finde ich immer schade. So, pass auf, wir brauchen Heilung. Schnell. Und kühnes Frieden müsste eigentlich auch wieder gehen. Okay. Ah, verdammt, jetzt ist er weggeflogen. Habe ich das Poison of Affliction drauf? Nee. Poison of Affliction 60. Nicht so viel. Aber wir machen ihm zumindest mehr Schaden als ohne. Also kaum etwas, um ehrlich zu sein. Sollen wir uns noch anbrüllen? Gegenseitig, Drache. Bemerke kaum, dass ich ihm überhaupt Schaden mache. Also Drachen sind vielleicht wirklich noch ein bisschen zu stark für uns. Alles, was ihm da Schaden macht, ist das Poison of Decay. Wir können natürlich auch stärkeres Poison of Decay machen. Dann können wir Drachen verlässlich töten. Das war daneben geschossen. Nicht ganz aufgeladen. Ich muss dran denken, dass ich die Pfeile richtig auflade. Sonst bringen die irgendwie wenig. Okay, wir fangen mit den Verzauberten an. Frost. So, hoffentlich hat dir das wehgetan. Wieder ein Gift. Decay. 6 Punkte Schaden für 60 Sekunden. Falls das alte nicht mehr wirkt. Ich habe nicht drauf geachtet, leider. Aber es ist schon mal sehr gut, dass wir einfach so im Feuer stehen können. Verdammt, das war der Sturmpfeil. Okay, der ist fast tot. Ulf wird definitiv kein Meisterbogenschütze mehr, aber manchmal braucht man den Bogen halt. Scheiße, ich habe kaum noch Pfeile, richtig? Muss es gar nicht weitermachen. Ich brauche Stamina. Spiritedness. Nee, nicht aufladen. Gar nicht erst aufladen. Drachenkämpfe dauern echt lang. Also wenn man nicht so vorbereitet ist. Zumindest. Ah, ich sehe ihn ja auch nicht. Das war jetzt zum Beispiel daneben. Einfach weil ich ihn nicht sah. Okay. Zurück zum Crossbow. Das trifft ein wenig häufiger. Och, und da ist er verbuggt. Menno. Also eigentlich, naja, wir hätten ihn auch so besiegt. Nur jetzt ist er leider verbuggt. Weil er nicht wegfliegen kann. Sobald die Drachen unter 20% Health
abfallen, können sie nicht mehr wegfliegen. Aber er kann auch nichts anderes tun gerade. Deshalb sitzt er da einfach rum und wartet. Oder sein Mana ist leer. Aber ich weiß nicht, ob Drachen sowas wie Mana haben. Fakt ist auf jeden Fall, dass Poison tut seinen Dienst. Ja, 3 habe ich noch. Keine Ahnung, ich könnte ihm nochmal Affliction geben. So, dass diese 3 Bolzen wenigstens auch irgendwie einen Einfluss haben. Leider habe ich nicht bedacht, dass Affliction und Decay sich anscheinend auscanceln. Aber das macht nichts. Dann muss der Letzte jetzt wieder Decay haben. 2 Schaden pro Sekunde. Na super. Alles leer. Wir haben alles leer geballert. Yol haben wir noch. Das war's aber auch. Aua. Ah, nein. Nein. Du wirst mich... Okay, es ist nur Yol in Anführungszeichen. Und nochmal Yol. So, kühnes Frieden. Auf der Stelle und weglaufen. Boah. Okay, er johlt wieder. Yay. Er johlt und lohlt. Und ich habe kaum noch Leben. Nicht, dass ich jetzt doch noch sterbe, bevor er es tut. Healing deficient. Mein letzter Heiltrank. Wir könnten auch noch Tanks Trance benutzen. Dann können wir uns schneller wieder heilen. Dauert trotzdem einiges. Ah, ich habe was ganz vergessen. Ich hatte ja auch noch diese Scrolls rausgesucht. Ice Spike und so. Oh, wir müssen uns bald mal wieder heilen. Wäre ganz nice. Danke dafür. Okay, noch ein Lightning Bolt. Und einfach nur aus Scheiß können wir auch den Hund kurz zur Hilfe holen. Besiege ihn. Okay, der Hund ist tot. Scheiße. Okay, Affliction hätte ich noch. Ja, aber ich hab keine Fernkampfwaffe mehr. Ich habe nur noch das Ding hier. Boah, wir wollen die Welt brennen sehen. Merkt ihr, ne? Weg hier. Na. Ah. Okay, aber ich bin hinter der Säule, ich bin sicher. Um genau zu sein, bin ich 1 Zentimeter neben der Säule, hinter der ich sicher wäre. Ach, kommt schon. Komm schon, stirb. Kühnes Frieden. Ich habe keinen Bogen mehr. Ich glaube, so einfach kriegen wir den gar nicht tot. Uns fehlt immer noch was. Okay. Wir müssen durchrennen. Zu unserem Pferd. Der Drache kann uns kaum folgen. Um genau zu sein, kann er uns gar nicht folgen. Hoffe ich zumindest. Er kommt da nicht runter, oder? Nein. Gut, wir brauchen noch einen Poison of Decay. Ups. Geil, ich brenne. Hallo, Fats. Das ist gerade so absurd. Okay. Hast du... Wir brauchen vor allem Pfeile. Arrow.
Silver Arrow sind genauso gut wie Steel Arrows. Und jetzt Decay. Fair macht 3 Sekunden, 3 Schaden, 6 Sekunden, 6 Schaden, okay. 6 Schaden nehmen wir. Orcish Bow, Steel Arrow und das Gift drauf. Und damit werden wir den Drachen jetzt bezwingen. Und haben mal wieder ein bisschen was gelernt über die Mechanik. Hat getroffen. Danke. Und da ist mein Level. Leute, wir haben uns hier nicht nur 2 Drachenschreie und eine Drachenseele verdient, sondern auch noch unser Haus. Nachdem wir dann einen Riesen getötet haben. Aber wir haben Poison of Tardiness. Der Riese wird ein Witz. Oh! Da sank der Drache hernieder. Komm schon, gib mir deine Seele. Yeah, Leute, wir haben eine Drachenseele. Ja, das Zeug hole ich mir gleich. Jetzt erstmal nicht. Jetzt schauen wir uns erstmal die Wortwände an. Also ich denke, die da hinten war die, die wir schon haben, richtig? Genau, die haben wir schon. Und jetzt gibt es hier links halt noch eine. Hallo, Ilia. Schön, dich auch mal wieder zu sehen, nachdem du während des gesamten Drachenkampfs bewusstlos in der Ecke lagst. Das ist gar keine... Ich dachte, das wäre eine Wortwand. Wortgewandtheit, versteht ihr? Ein paar Poisons. Potions. Und ein Draugr. Der uns direkt zeigen will, was für ein krasser Typ er ist. Vergiss es. Nicht mit mir. Nicht heute. Nichts dabei. Schön. Irgendjemand schießt mit Pfeilen auf mich. Da hinten. Alter, da ist ein Turm. Okay. Wir werden uns in der nächsten Folge von Requiem diese krasse Stelle hier ansehen. Und unseren neuen, unsere neue Drachenseele verwenden. Aber das erst in der nächsten Folge. Bis dahin... Ups. Bis dahin, ciao.